Hallo ihr Lieben, PPC TV mit mir, Björn Nimisch, unterwegs. Heute bin ich zu Gast, ich wurde eingeladen von dem Herrn Björn Thorwellen. Hallo Björn! Hallo Björn! Hey! Namensvetter fällt mir gerade auf. Ja. Ich bin hier in der EMS bei dir. Ja. EMS, Electronic Music School, ist korrekt? Ja, herzlich willkommen. Juhu, ich freue mich hier bei uns im Vorraum. Im Vorraum, ja, auf der Couch. Ja, wir haben ja das Ding schon ein bisschen abgelichtet. Das kriegt ihr noch gezeigt. Sieht man gleich, vorher. Vorher, nachher, wissen wir es noch nicht, aber ihr werdet auf jeden Fall was von dieser Institution sehen. Und da können wir auch kurz mal drüber reden. EMS, Electronic Music School, gibt es jetzt seit wann? Seit, ach du Scheiße, 2010. 2010? Ja. Also ich mache schon länger solche Workshops für Ableton. Bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, eine EMS zu machen, also eine richtige Musikschule für elektronische Musik. Und gegründet haben wir uns, glaube ich, im März oder April 2010. Die Idee gab es schon vorher, offizieller Start der EMS, wo die Webseite das erste Mal online gegangen ist, war der 24. Dezember 2009. Okay. Also zu Weihnachten. Ja. Und schlicht. Kleines Geschenk selber. Genau, ja, ja. Das war so da meine Vorarbeit und dann habe ich meinen Partner gefunden, den Stefano Cian, der das Ganze mit mir macht. Cool. Und läuft gut? Ja, wir sind zufrieden. Ja. Ne? Sonst wird es uns nicht schon seit 2 Jahren jetzt was geben. Ja, stimmt. Wir müssen 2010, wir schon seit 2012, ja, 2 Jahre. Ja. Also und ich denke, es wird auch noch weitere 100 Jahre geben. Das hoffen wir. Mal gucken. Mal gucken. Ja, ihr zieht bald um. Ja, wir ziehen bald um. Ihr habt angefangen? Hier haben wir angefangen. Na, ich habe angefangen in einem Tonstudio in Kalk. Okay. In so einem Luftschutzbunker. Wirklich mit 9 Meter unter der Boden, mit so hohen Stahlbetondecken. Das war alles sehr dirty da. Yeah. Und dann haben wir durch Zufall diese Location gefunden, die kurz vorm Abriss stand. Wir hatten irgendwie ein Jahr Zeit, hier zu bleiben. War vom Preis ja einfach super für so ein Startup wie uns. Wir haben immer Verlängerungen gekriegt und jetzt müssen wir leider wirklich bald raus, weil die Abrissbirne kommt. Wir sind ja quasi wie Hausbesetzer. Da drüben ist noch ein Zahnarzt, ein Anwalt und das komplette Gebäude ist leer inzwischen. Mhm. Okay, ja. Hausbesetzer, cool. Genau, ja. Wahrscheinlich Asbest oder so. Also, ja, tief Luft. Ja. Genau. Björn, ansonsten machst du auch noch ganz viel andere Sachen. Ich meine, das ist jetzt hier so... Das ist mein, ich will nicht sagen neues Baby, aber mein schon... Lebenswerk klingt immer so krass, bin ja noch nicht so alt. Aber das ist sehr viel Herzblut hier drin. Ja, ja. Ja. Und du machst auch, bist als DJ auch noch sehr aktiv. Ja. In Köln jetzt auch... also neuerdings. Neuerdings, kann man sagen. Ne? Also ja. Mir bist du aufgefallen, seitdem halt die Kunstbackgeschichte am Laufen ist. Genau. Da ging das auch eigentlich erst richtig los. Da habe ich das erste Mal im Flyer gesehen und später dann auch live und in Farbe. Also DJ bin ich eigentlich schon seit 99. So ganz normal angefangen als Wohnzimmer-DJ mit Plattenspieler, die man pitchen kann. Ach was. Ja, so. Und meine erste Platte war, glaube ich, das Homework von Daft Punk. Das Album. Ja, ja, genau. Okay. Und dann irgendwie in der WG da immer Druck da rumgerockt auf den Dingern. Bis dann irgendwann die Tech Night kam, 2001. Das war dann meine erste Veranstaltung, da war ich 21. Tech Night hieß das. Tech Night. Ich hab immer Technik gelesen. Technite sagen wir. Technite, ja, genau. Anders geschrieben, sah stylisch aus. Genau. T-E-K-N-I-T-E. Sehr verwirrend. In der U-Bahn Iserlohn, ja. Das war keine wirkliche U-Bahn, der Laden hieß so. Ein richtig abgesiffter Laden mit einer unglaublich schlechten Anlage. Aber wir hatten Spaß, 5 Jahre da. Du kommst aus Iserlohn, ne? Ich bin Iserlohner, ja, ja. Seit wann bist du jetzt in Köln? Wie kommst du nach Köln? Ich bin 2006 nach Köln gezogen, um hier die SAE zu machen. Also so ein Tontechnik-Studium finde ich immer so ein bisschen überbewertet. Das ist eine private Schule, wo man Tontechnik lernen kann, ja. Weil ich kein Abitur habe, vermeide ich das Wort Studium. Man kann halt auch ohne Abitur so eine Art Bachelor machen. Ja. Nicht in der Industrie anerkannt, aber... Nicht in der Musikszene, aber um ja, einiges. Ja, genau. Also bei dem einen... Ja, vielleicht weniger in der Musikszene, vielleicht sogar noch mehr so in diesem Postproduktionsbereich. Also so RTL und solche Sachen. Da bin ich dann auch mal zwischendurch gelandet. Schön. Nee. Nee? Nee. Deswegen habe ich die EMS und Geld. Ja, und ja, du machst, kann man sagen, stehst schon für Techno. Also wenn man dich als DJ irgendwo sieht und denkt, ah komm, Björn Thorwellen habe ich mal gesehen im Video und würde ich mir gerne mal anhören, dann müsst ihr schon Techno mögen. Ganz grob gesagt, Techno, sage ich jetzt mal. Ja. Kannst du es noch ein bisschen weiter eingrenzen, dein Style? Oder, Also ich... Ist immer schwierig, ich tue mich da auch mal schwer. Auch wenn mein erstes Platte Daft Punk Homework war, bin ich doch recht schnell zu Techno gekommen. Ja. Ja. Da war auch so ein Kollege für verantwortlich, hat mir so ein Tape gegeben mit Green Velvet drauf. Mhm. Und das hat mich einfach weggeflasht. Flash. Ja, Flash. Und das spielst du heute noch, das weiß ich. Das spiel ich heute noch, genau. Und ich bin eigentlich immer bei Techno geblieben. Ich mochte den Minimal-Hype nie. Mit Elektro konnte ich zwischendurch ein bisschen was anfangen, weil ich eigentlich aus dem Punk komme. Mhm. Mit 18 war ich noch so ein bisschen punkiger unterwegs.
Deswegen mochte ich das, weil es so ein bisschen was Gitarrenmäßiges hatte. Wurde mir aber auch sehr schnell langweilig. Und so hatte ich dann auch, als ich nach Köln gezogen bin, erstmal gar nichts mehr mit Auflegen wirklich an Hut, außer so ein paar Gigs, die ich noch gespielt habe, weil Techno einfach weg war und ich mich aber auch nicht an irgendwelchen Elektrohaus oder Minimal-Kram anpassen wollte. Mhm. Und ich glaube, dass ich jetzt in Köln wieder öfter spiele, hängt auch damit zusammen, dass Techno zurück ist. Und da müssen wir ganz deutlich Matze Schneider und den TAKX-Leuten, also den Christian, dem André und so, danken, weil die haben hier mehr als gute Vorarbeit für Techno geleistet in Köln. Auf jeden Fall. Also ohne die gäbe es wahrscheinlich immer noch Klicker Klacker. Auf jeden Fall. Also es war echt schon tot hier. Ja, ja. Technotechnisch. Das haben wir schon in anderen Interviews. Wir hatten ja das mit dem Schneider und mit Moses. Mhm. Da hatten wir auch schon mal thematisiert. Genau. Aber im Moment rollt es hier wieder voll. Ich glaube 2011 vor allem war so das Techno-Jahr in Köln. Und so langsam werden auch wieder die anderen Städte, ich glaube auf der ganzen Welt, wieder darauf aufmerksam, dass das in Köln gerade echt Techno geht. Ja, Mann. Das ist vielleicht die neue Generation, darf man das so sagen. The Next Generation of Techno, die jetzt so hinterherkommt. Ja, ja. Nach Compact und so, das, was hier in Köln war. Ja, definitiv. Vielleicht schneiden wir es mit Compact raus. Oh. Ja, und dann macht ihr auch noch, du machst auch noch Partys, Hell ist anders? Genau, die mache ich nicht alleine, sondern mit meinem Mitbewohner, dem HZ. Okay. Der ist irgendwann mal bei mir eingezogen, wir haben uns sehr gut verstanden. Es war eigentlich klar, dass wir irgendwann mal eine eigene Veranstaltung machen. Ich war immer nur sehr ängstlich, weil Technight hatte für mich ein sehr böses finanzielles Ende. Die letzten Veranstaltungen, die ich 2005 gemacht habe, sind so richtig in die Hose gegangen. Das heißt? Mit The Advent und Terence Fix mal im U60 311 und 120 zahlenden Gästen. Das war so richtig schmerzhaft. Und dann habe ich gesagt, und auch meine Freundin Björn, keine Partys mehr. Habe ich dann auch eingesehen, habe dann also die SAE gemacht, aber irgendwie wurde ich wieder heiß, Party zu veranstalten. Ich meine, wir haben jetzt auch 10 Jahre Technight gefeiert und ich glaube, mir macht es einfach Spaß, Events zu machen, ja. Und dann habe ich mich mit dem HZ zusammengetan, der auch schon seit Ewigkeiten bei sich in der Heimat, das ist da Borgentreich, bei Warburg, Kassel. Okay, Kassel, so habe ich schon mal gehört. Seine Party macht, Sendeanstalt Sonnenschein. Er ebenfalls Erfahrungen hat im Veranstalten, dann haben wir uns gedacht, machen wir die Party. Die erste war dann im damals noch Relax, jetzt heißt es Kunstpark. Ach ja, okay. Und mit Monolog. Auch kein wirklicher Erfolg, aber plus minus null. Und so haben wir uns jetzt langsam, glaube ich, auch mit der Hell ist anders in Köln Namen machen können. Ja. Ja, ich war auch schon ein paar Mal da. Ja. Macht immer Spaß. Ja. Gut. Hell ist anders. Ja, das muss man. Es gibt ja jetzt gerade, es gibt ja im Moment so einen komischen Hype. Fällt mir auf, Dark Techno. Mhm. Ich mag das Wort nicht. Nö, ich auch nicht. Weil ich fand, Techno war schon immer düster. Muss nicht sein. Ja, aber es hatte schon immer so ein leicht. Ja, natürlich. Techno ist schon immer hart, düster und wenig. Ich finde, düster ist ja auch ästhetisch. Meiner Meinung nach. Dieses eher Diepe. Das heißt, es ist auf einmal Dark Techno, ja gut. Also ist für mich keine Klasse. Echt nicht. Müssen wir wahrscheinlich mit leben. Wird man wahrscheinlich demnächst öfters auf Flyer lesen. Und ich sage immer eher düster Techno, aber ist auch nur die Übersetzung. Im Endeffekt ist es Techno. Also, aber dann. Nur worauf ich hinaus wollte, ja, ist. Wegen Hell ist anders wahrscheinlich. Wir haben die Hell ist anders nicht deshalb so genannt. Nur trotzdem läuft doch schon sehr stark dieser düstere Sound bei uns. Ja. Ja. So ganz unabhängig von der Namensgebung. Eigentlich dachten wir erst, Hell ist anders. Ja, wir wollen eine Party machen. Ohne viel Licht, Stroboskop und Nebel, so wie es früher halt war. Das ist der Kunstpark Dunkel. Optimal für das. Das war er damals nicht. Als wir nämlich da angefangen haben, sind Stefan und ich da rumgerannt und haben alle möglichen Lampen und Lichter abgeklebt, wie Verrückte. Ja? Die Leute haben uns angeguckt, was macht ihr da? Und das Licht noch aus und das, die Kühlschränke abgeklebt mit schwarzen Gaffern, damit es auch dunkel wurde. Ne? Das Einzige, was noch übergeblieben sind diese LSD-Stechmücken, die da überall Tanzfläche. Ja, der Glühwürmchen. Die Glühwürmchen, genau, ja, ja. Aber auch die werden wir noch abkleben. Abkleben. Schwarzspray. Oh Mann, ja. cool. Eine Sache kann man auch noch, finde ich ganz wichtig. Steil ist das neueste Steil. Projekt, wo ich auch ganz froh drum bin, überhaupt die Leute kennengelernt zu haben. Was ist denn Steil? Steil ist ein Label. Ah. Und das erste Release ist jetzt auch gerade, müsste jetzt bald kommen. Wir warten noch auf die Tracks, die gemastert werden. Übrigens von Brian Sanacci lassen wir das Mastering machen. Oh, cool. Ich denke, das passt musikalisch am besten. Jetzt, also, ihr habt schon gute Connection. Ja, ach, bei Brian Sanacci kann ja jeder mastern lassen. Ja? Er hat ganz normales, offizielles Mastering. Und ich so bin live, keine Ahnung. Nur Steil bin natürlich nicht ich allein, das ist ganz wichtig. Wir sind ein absolut demokratisches Label. Also wir sind zu viert. Das ist der Nils Mohn, der Elsbo Dezbo, der HZ, also der Stefan Schulze, mein Mitbewohner und ich. Und wir arbeiten einfach zusammen an dieser Idee. Und ich glaube auch, das ist wieder so im Zuge dieses Kölner Technos dabei rausgekommen, dass wir uns gesagt haben, es gibt in Köln kein wirkliches Techno-Label, was einen Namen hat. Lass uns es versuchen.
und ich glaube, das wird funktionieren. Also man muss abwarten. Also das erste Release finde ich schon sehr schön. Ja. Ich finde den Namen geil. Steil, super. Steil ist entstanden auf einer Afterhour bei Nils Mohn. Aha. Wo irgendwann einer meinte, das geht steil. Und dann war für uns klar, wir nennen das Label steil, da ja auch der Finger, ja, genau, steil geht. Ja, ja, cool. Ja. Mich wundert, dass noch keiner vorher auf die Idee gekommen ist, ein Label steil zu nennen. Eigentlich war uns klar, das gibt es schon, haben gegoogelt und das Einzige, was es im Internet gibt, ist Theo Steil. Ich glaube, das ist eine Reinigungsfirma. Ja, dem dürft ihr euch nicht in den Wege kommen. Nein. Ja, Björn. Du hast ganz schön viel am Arsch, kann man sagen. Nö, mir macht das also, ja Spaß. Weißt du, was ich meine? Mir macht natürlich das ja unglaublich Spaß. Sonst, Ich bin aber auch zu nichts anderem in der Lage. Ich habe schon öfters mal versucht, in meinem Leben zu arbeiten. Das klappt nicht. Aber du arbeitest doch. Ja, aber so jetzt richtig arbeiten. Ich weiß, was du meinst. In so eine Firma gehen und so. Ich habe unglaublich viele Ausbildungen angefangen und dann auch wieder abgebrochen, weil ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich weiß warum. Mein Talent liegt vor allem darin, unvernünftig zu sein. Und manchmal ist es vielleicht diese Unvernünftigkeit, die einen dann antreibt, immer weiter elektronische Musik zu machen, weil es gehört also schon viel Naivität dazu. Kann nur sagen, ich sehe dich jetzt erst, wie gesagt, sagen wir mal ein halbes Jahr, Das habe ich nicht auf dem Schirm, seit Kunstpark halt, seit Imische Kunstpark auch. Ich denke mal, das ist ungefähr ein halbes Jahr, wo der anfing und so. Und seitdem beobachte ich deine Entwicklung und ich glaube, das bisschen richtigen Weg gehst du und die abgebrochenen Ausbildungen, die werden im Nachhinein nicht mehr wehtun. Ja, ich habe mir immer gesagt, wenn es weiter so läuft, wie es gerade aussieht, dann... Manche sagen immer, Björn, das ist total toll, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, genau. Ich finde, das ist irgendwie sogar falsch gesagt, weil mein Hobby war ja Arbeiten. Ich bin arbeiten gegangen als Hobby, weil ich manchmal kein Geld hatte. Mhm. Aber mein Beruf oder meine Berufung ist eigentlich eher Musik. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Ja, so verstehe. Und ich glaube, wenn man wirklich intensiv in diesem Techno-Business arbeitet, dann kann man gar nicht 8 Stunden am Tag arbeiten gehen, hart. Mm-mm. Weil dann bleibt nicht mehr Zeit, kreativ zu sein. Wer hat noch Bock, nach 8 Stunden Schicht sich an den Rechner zu setzen und die Nacht durch Musik zu machen? Das machst du eine Woche und dann wird dir der Chef wahrscheinlich sagen, aber... Ne? Und diese Naivität habe ich immer gehabt, dass ich gesagt habe, scheiß auf Arbeit, scheiß auf irgendwas, was ich machen muss. Ich bin 31, wohne in der WG. Andere haben mit meinem Alter schon ein Haus, ein Carport, Golden Retriever. Ja, man muss halt seine Prioritäten setzen. Genau, ne? So sehe und meine ich das. Priorität ist halt eben das. Und deswegen, wenn man sagt, du hast viel Arbeit am Arsch, nein, ich habe viel Spaß. Ja. Macht das einfach alles sehr viel Spaß. Das ist sehr wichtig, cool. Ich sehe das nicht als Arbeit. Ja, und ich glaube, Jan, ich habe alle coolen Themen, die dich betreffen. Ach, guck mal. Ach, wir können über ganz viele Dinge reden. Ja, dann erzähl mal. Ich habe so viel. Ja, natürlich, hier habe ich extra aufgehangen. Ne? Silvester-Kollaps, das ist die Party, die ich mit dem Olli mache. Der sitzt da hinten übrigens hinter der Mülltonne. Und natürlich mein Mitbewohner, das ist unsere Silvester-Kollaps-Party. Ja. Wo wir dann, hier Hard-Techno, Erfurt BCR Boys. Ja. Ich finde das die neue EP von BCR Boys of Sleaze super. Also die ist echt klasse. Auch Erfurt. Sehr gespannt, freue mich auf die Silvester-Sause. Ja. Was kommt noch so? Was hast du irgendwann noch geplant? Was habe ich geplant? Irgendwas Spektakuläres? Also im Moment arbeite ich viel an meinen eigenen Produktionen und möchte unbedingt ein Album machen. Mhm. Ich glaube aber, ich bin noch nicht so weit für ein Album. Ich muss, glaube ich, noch meinen eigenen Sound noch weiter finden. Ja, das ist schwierig. Was? Ja, genau. Ich merke schon, beim Auflegen tue ich mich super schwer. Also, ja, also, aber das habe ich wirklich für 2012 geplant, ein Album. Mhm. Und was habe ich sonst noch geplant für 2012? Ich glaube, 2012 wird ein cooles Jahr. Heiraten, Kinder kriegen oder so? Noch nicht. Heiraten vielleicht sowieso nie, aber Kinder kriegen sicherlich irgendwann. Aber das, ja, das, ich glaub, das passt jetzt auch gerade. Nee, das war auch mehr so. Na, warum? Kinder sind ja sicherlich schön. Auf jeden Fall. Nur nicht, wenn man jedes Wochenende im Kunstpark ist. Ich wollte sagen, das ist ein bisschen ungünstig. Ja, aber man sollte sich das richtige Umfeld schaffen. Oder? Ja. Ja, ja. Ich trinke mal schon. Aber es ist geplant. Ja. Ja, was habe ich noch gemacht? Soll ich? Mensch, du bist ja richtig gut vorbereitet. Hast du die Frage eigentlich irgendwo aufgeschrieben? Nee, ich hatte mal einen Zettel. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Jetzt muss ich hier rumprollen. Ich dachte, du sprichst mich drauf an. Ja. Ich bin heute nicht ganz auf der Das war so vielleicht das spießigste Projekt, was ich gemacht habe. Das war im Folge meiner Workshops, die ich gegeben habe. Hatte ich dann irgendwann mal diesen Verlag angerufen, PPV, die machen auch die Keys. Und dachte mir, guck mal, wenn ich jetzt für meinen Kurs, den ich mache, vielleicht Gutscheine für den Verlag bekomme, kriege ich mehr Teilnehmer.
So, dann habe ich da angerufen. Die meinten, oh, du machst Ableton Live Workshops, hast du Bock, ein Buch zu schreiben? Mhm. Ich sage, nee. Nee. Schreib kein Buch. Weil so schreiben eigentlich gar nicht meins ist. Dann das läuft ja uns da ganz. Habe ich mir das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und dachte mir, mein Gott, ja, ein Buch schreiben, das ist ja eigentlich schon vielleicht eine Chance. Und dann habe ich mich da ein halbes Jahr dran gesetzt und halt das Ding komplett geschrieben. Hast du alles selber getippt? Ja, ja, natürlich. Also. Wer sonst? Ich hatte zum Glück einen Lektor, der es natürlich dann alles in die korrekte Rechtschreibung gebracht hat. Ja, gut. War viel Arbeit und ich weiß, dass ich es nicht nochmal machen werde. Wie lange sieht es mal an? Würde mich mal interessieren. Also ich weiß nicht, wie lange ich effektiv dran gesessen habe, aber es war schon so ein Dreivierteljahr. Das ist jetzt so ein Einsteigerbuch, kann man sagen? Das heißt Profi-Guide. Also es ist also schon was. Ich meine, Ableton hat tatsächlich eine sehr gute Bedienungsanleitung. Vielleicht sogar einer der besten Bedienungsanleitungen, die es so gibt. Deswegen macht es keinen Sinn, da jetzt die Bedienungsanleitung neu zu verfassen. Sondern in dem Buch geht es eher um so Workarounds oder wie man bestimmte Tricks macht. Ja. Genau, so ein bisschen Tontechnik. Hier steht auch drin, welche Mikrofone du benutzen musst, um eine Gitarre aufzunehmen. Zum Beispiel. Okay, ja? Mit Apple kann man ja alles machen. Genau, also es ist so ein bisschen so aus der Bahn auch raus, was man dann noch so alles hat. Ja, herrlich. Das ist jetzt die zweite Auflage. Ja. Die hatten mich gefragt, ob ich nochmal eins mache und das Projekt habe ich abgelehnt. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich im Moment so Bock auf Techno habe und ich weiß, dass mich so ein Projekt einfach zu viel Zeit kosten würde. Ja, ich finde, man sollte auch immer aufpassen, dass man sich nicht selber überlastet. Genau. Weil die Projekte, also ich bin da so, wenn ich ein Projekt annehme, dann möchte ich das auch so gut wie möglich machen. Und genau. Wenn du zu viele Baustellen hast, das ist meine Erfahrung, dann überschneidet sich dies und das und dann lässt die Qualität. Ja. Ich habe halt noch eine Baustelle, die ich gerade habe, das ist so eine Lern-DVD, die ich für den DVD-Lernkursverlag mache über Native Instruments Complete 8 oder über das Complete Bundle. Ne? Das ist halt nicht ein Buch, sondern da spreche ich und nehme ein Bildschirm auf. Bin ich aber auch, mache ich drei Kreuz, wenn ich damit werde. Ja, und EMS geht online, kann man auch sagen? Ja, EMS wird es bald als Online-Schule geben, aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten, weil ich glaube, das Konzept ist ganz gut und nicht, dass einer anderen schneller ist. Du hast recht, ja. Ne? Dann muss er hier. Ja. Ja, was können wir noch reden? Weiß ich nicht. Ja, ich war echt super vorbereitet. Björn, jetzt haben wir jetzt viel geredet, aber ich finde die EMS, da müssen wir nochmal drauf eingehen. Das ist grad, am Anfang haben wir schon mal vorgestellt und haben wir kurz drüber gequatscht, was hier abgeht und so weiter. Ja. Aber da würde ich schon gerne näher nochmal drauf eingehen. Was bietet ihr genau an? An Kursen? Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben verschiedene Kursmodelle. Wir haben einmal unsere Workshops, die gehen immer am Wochenende, meistens 8 Stunden. Und das sind dann so Einsteiger oder fortgeschrittene, kompakte Lerneinheiten, wo man einfach Funktionen einer Software lernt. Zum Beispiel Maschine oder Ableton. Mhm. So. Das ist eher für Leute, die entweder schon ein bisschen Erfahrung in Technik haben oder einfach mal so einen Einstieg in so eine Software haben möchten. Dann haben wir noch unsere Langzeitkurse, die gehen 6 Monate bis unendlich. Ein Producer-Kurs und ein Composer-Kurs. Und da lernt man halt ganz intensiv einmal die Woche, wie in einer ganz normalen Musikschule, alle Kniffs und Tricks, die man so fürs Musikproduzieren benötigt. Dann gibt es auch den Composer-Kurs, ist wie der Producer-Kurs, nur da geht es halt um die Musiktheorie. Unsere Klassen sind immer alle recht klein. Also wir haben immer nur maximal 8 Leute in unseren Klassen drin. Und was ich sehr schön finde in diesen Klassen, dass irgendwann so eine Eigendynamik herrscht, dass sich die Leute untereinander austauschen, sogar teilweise eigene Projekte machen. Und weil ich natürlich auch im Moment stark in der Szene drin hänge, versuche ich den Leuten auch immer so Türen zu öffnen. Also es gibt einige Leute, die durch die EMS dann auch schon mal ein Booking bekommen haben, die durch die EMS einen Release bekommen haben. Und also versuchen wir auch nicht nur an die Musik zu arbeiten, sondern auch an dem Künstler selber. Ja, wenn du siehst, dass einer richtig gut. Denen auch dabei zu helfen, wie nennt ihr euch hinterher als Künstler, wie verkauft ihr euch? Also ihr macht auch schon, wenn einer hier gebucht wird, wie hat er sich zu verhalten oder was kann er verlangen? Oder genau, Management, das ganze Business ist darum. Wie verkauft man sich als Künstler? Genau, genau. Richtig, ja, also cool. Alles, was mit elektronischer Musik zu tun hat. Jetzt haben wir noch eine Filiale in Berlin. Die machen der Eltron, der Dole und der Kom, die läuft auch richtig gut. Und die machen das seit einem halben oder dreiviertel Jahr. Ja. Ganz eigenständig. Natürlich mit unseren Konzepten, mit unseren Handouts, die ich irgendwann mal oder die wir geschrieben haben. Und wir sind natürlich jetzt auch dabei, noch weitere Leute zu suchen, die die EMS weiterführen. Wir hatten schon mal einen Langzeitkurs in Linz in Österreich. Ja. Ich finde, Linz ist übrigens eh das Detroit von Österreich. Das braucht man gar nicht. Die sind da echt richtig voll auf Techno. Dann in Wien hatten wir auch schon Kurse, da sind wir jetzt gerade dran, nochmal so einen Langzeitkurs einzurichten. Expandieren, genau, ja. Ja, ich meine, die Idee ist gut und muss wachsen. Muss
Das muss halt, muss. Das ja. muss halt. Ich muss. Ja. Das ist zu EMS. Du, am besten einfach mal vorbeikommen hier. Oder auf unsere Webseite gehen. em-school.com. Machen wir hier irgendwo. em-school.com. Ganz steht groß. Hinter dir. Genau, da steht noch DE drauf. Aber das soll egal sein. Ah. Auch auf unserer Webseite. Gibt einfach EMS, Musik, School bei Google ein und dann seid ihr direkt. Einige kennen vielleicht den L2D2. Ja, ich kenne ihn. Genau, der war bei uns. Und er selber sagt auch, dass das für ihn ein großer Schritt war hier, die EMS zu machen. Dass ihn das sehr viel weitergebracht hat. Ich glaube, er hatte dann auch seinen ersten richtigen Gig auf der Ruhe in Love damals. Ach, bei uns auf dem Floor. Das hast du auch schon gespielt, ne? Ich hatte 6-mal einen eigenen Floor da. Damals mit der Technight immer, dann einmal mit dem Pornclub, einmal sogar mit der SAE, kaum zu glauben. Ja, ja. Und dann einmal mit der EMS. Und ja, letztes Jahr, oder vielmehr dieses SAE Jahr. SAE war dieses Studium-Ding, ne? Da habe ich meine Schule gemacht, ja. Genau. Das ist School for Audio Engineering. Ist sehr teuer, ist es privat und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja, gut. Du machst, hatten wir eben schon mal kurz erwähnt, aber du hast jetzt bald auch ein cooles Release auf einem angesagten Label. Ja, das steht schon länger fest, das Release, nur ich war wieder zu trantütig. Es geht um zwei Tracks, das ist Black Noise und Traum B. Mhm. Traum B war schon immer so... Hab ich über Facebook gesehen, hab ich aber noch nicht reingehört. Ja, als Beta-Version war Traum B schon immer fertig. Ich habe den jetzt letzte Woche endlich wirklich komplett fertig gemacht. Und jetzt kommt der, ich denke, Anfang nächsten Jahres auf Driving Forces raus. Driving Forces ist für mich ein Label, weil ich auch schon viel schlechte Erfahrungen mit Labels gemacht habe. Ein Label, wo ich mich doch sehr wohlfühlen kann, weil die Acts, die dort releasen, sind auch Acts, die ich selber spiele. Zum Beispiel Virgil Ensinger, Kyle Geiger hat da was released. Buddy Scrub, Flug, Vierter, all solche Leute. Und es ist für mich wirklich, ich freue mich richtig. Das ist für mich mein erstes Release, wo ich wirklich auch sage, toll. Ja. Da ich ja mit einem Label, und das sage ich auch ganz offen, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Wird man halt released und kriegt dann halt kein Geld. So. Oh. Und auch keine Abrechnung. Ja, ey, dein Name ist jetzt hier bekannt geworden. Du kannst dich damit zufrieden geben. Wo kommen die denn? Ne? Das wird auch noch eine kleine Geschichte werden, denke ich, das Thema. Also. Ja, so geht das nicht. Nein, richtig. Ja, das wird so nicht gefallen. Und ansonsten habt ihr auch eine kleine Community. So. Ja, was heißt kleine Community? Ich glaube, diese Community ist halt so cool. Diese neue. Aber es gibt eine kleine Gruppe an Jungs, ja, die durch Zufall gefunden haben. Vielleicht auch durch Kunstpark, durch E-Chemie und durch Tag X ist so eine neue Community entstanden, wo zum Beispiel ein Liam Mandiaro, ein Nils Mohn, ein HZ, ein L2D2, ein Minion, ein Jester Wash, diese ganzen Leute. Und wir respektieren uns alle gegenseitig, machen alle Musik, haben auch alle so die gleiche Vorstellung, glaube ich, von Sound und von Techno. Und das finde ich ist total toll. Ich fühle mich total wohl mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja. Ich kenne die alle, die sind echt alle cool. Ja, und auf einmal sind sie da? Ja, echt. Ich weiß nicht, wann es. Ich meine, so lange bin ich nicht in Köln, aber. Ihr kommt alle zusammen irgendwie. Auf einmal sind wir alle da und machen halt Techno und stehen da voll hinter und feiern mit den Leuten so wie. Also, ist toll. Auch jetzt am Samstag im Kunstpark auf der Ambulanz hatte ich ein ganz tolles Erlebnis wieder als DJ. Erzähl. Es war nicht so voll unten, es hat gerockt und irgendwann sind dann so ein paar Jungs, der Liam, der Jester, der Minio, die Jenny kennt man vielleicht aus der Szene. Roman. Dann plötzlich noch in den Kunstpark gekommen und das war lustig. Wir haben dann zusammen hinter dem DJ-Pult gestanden, gemeinsam gerockt und das sind so Momente, die ich einfach, auch wenn es nicht voll war, lieber als DJ. Also ich habe dazwischendurch richtig Schübe gekriegt, weil Techno. Mhm. Ich kann es nachvollziehen, auch meine Musik. Ja. Ja, genau. Keine Ahnung, woher es kommt irgendwie. Ich bin kein Musiknazi, auch viele andere Sachen, aber Techno ist schon toll. Mhm. Das ist ein schönes Schlusswort. Techno ist toll, ja. Ich. Björn, ich bedanke mich. Ja, ich mich auch. Du hast noch? Danke. Einiges, ne? Aber wird gleich dunkel und. Genau, wird gleich dunkel. Ich habe auch gleich Unterricht. Mama wird wieder nervös, wenn ich vor den Lampen nicht da ist noch Unterricht, gleich kommt noch der Producer-Kurs. Da muss ich noch bis 10 Uhr. Björn, danke, dass wir hier sein durften, dass du uns eingeladen hast, dass du uns mal ein bisschen hier hinter den Kulissen geführt hast. Ja. Was die Torwellenwelt angeht. Genau, ich danke dir. Die Torwellische Welt. Die Torwellische Welt. Ja. Ihr könnt auf meine Facebook-Seite gehen, ja? Björn Torwellen bei Facebook an, dann findet er mich. Ja. Ich freue mich über jedes Like. Ja. Darf ich Eigenwerbung machen? Björn. Super. Ja, Björn, hau rein. Danke dir. Danke Mach's dir. Cool. Bis bald. Ciao, Jungs.